Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, wir sind nun mittlerweile bei Teil 6 angekommen. Des Fremo-Treffens Treska Muckern 2023. Es wird noch mindestens ein Teil, möglicherweise noch zwei, womit wir, glaube ich, für ein Fremo-Treffen dann rekordverdächtig sind. Was so die Anzahl der Teile angeht, auf die wir das verteilt haben. Ja, ich wollte euch denn das Material nicht vorenthalten. Ihr könnt da ruhig auch mal einen Kommentar schreiben. Ihr wisst, das pusht das Video. Außerdem ist es so ein bisschen Dialog zwischen euch und mir. Ob euch das so in dieser Form gefällt oder ob das zu viel ist oder was auch immer. Ich neige dazu, das auch in Zukunft so zu machen, weil es mir auch so ein bisschen die Arbeit vereinfacht. Ich nehme das mehr oder weniger chronologisch auf und versuche das dann, wenn es doch nicht chronologisch ist, ein bisschen thematisch zu ordnen und das dann so Stück für Stück abzuarbeiten. Und dann, wie in dem Fall jetzt, zumindest bis zum Teil 6, aber ich denke mal, die andere werde ich heute auch noch machen, die Sache an einem Tag fertig zu schneiden und nachzuvertonen und das alles rendern zu lassen. Beim Rendern befürchte ich, dass ich den Rechner die Nacht anlassen muss. Weil jetzt hier 6 Videos rendern, das ist dann wahrscheinlich doch nicht so so schnell gemacht. Aber da lassen wir uns überraschen. So, was passiert hier gerade? Die Lok hat jetzt den Milchwagen genommen und stellt jetzt den Milchwagen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sie an die Rampe stellt, das werden wir gleich merken. Ich habe es mir jetzt vorher nicht nochmal angeguckt. Eigentlich müsste der Milchwagen an die Rampe und die beiden Wagen, die dort stehen, müssen raus. Na, also er muss die Wagen rumdrehen. Oder er stellt seinen Güterschuppen, dann spart er sich das Ganze. So, jetzt weiß ich nicht, woran es jetzt hier hängt, aber es bewegt sich. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ne? Also wenn ich Kamera vorne stehen habe, sieht man nicht, was da hinten los ist. Was macht er jetzt? Ach so, nee, der kommt nicht hinter. Das ist auch verrückt. Der kommt nicht hinter, weil hinten noch ein paar Wagen standen. Und die müssen erstmal raus. Das ist natürlich jetzt noch komplizierter. Also ich sollte ja mal ein Video drehen über das Rangieren. Na, das hat mir der liebe Gerd aufgetragen, wobei ich jetzt auf Kanal 2 mindestens 3 Leute habe, die Gerd heißen. Also die zumindest in die Kommentare schreiben. Gemeint ist der Gerd Pohlmann, na, der immer begeistert meine Videos schaut. Der wollte mal ein Rangiervideo. Und ja, das heißt zwar nicht so, aber das hier ist dein Rangiervideo. Ne? So, die Wagen, die jetzt hinten in der Ladestraße standen, sind jetzt raus. Er erklärt mir noch, wie er rangieren möchte. Weil, wie gesagt, er kennt das vom Wurbelt her. Ich glaube, dass ich wieder irgendeine Variante hatte, die viel zu umständlich war. Und er mir jetzt erklärt, wie wir es eigentlich hätte machen sollen. Und das jetzt auch macht. Tja, zumindest bewegt er sich wieder mit Milchwagen und hat jetzt die Wagen abgestellt, die in der Ladestraße standen. Die stehen da auch schon mal richtig, weil das jetzt auch mein Aufstellgleis ist für den nächsten ausgehenden Zug. Ist ein bisschen zeitig, weil naja, der Güterzug ist gerade raus, aber ich habe jetzt auch ein bisschen drin rumgeschnitten und wie gesagt, ich hatte ja auch ein Problem mit meiner Kamera, die hat irgendwann zwischenzeitlich mal gekocht. Deshalb fehlen da ein paar Sequenzen. Ja, und um das von vorhin weiter zu spinnen, wenn ich also die Kamera hier vorne aufstelle,
dann sieht man das hier vorne. Wenn ich sie hinten erstelle, sieht man es hinten und vorne wieder nicht. Ne? Also das ist immer ein bisschen schwierig. Theoretisch könnte ich auch mit zwei Kameras arbeiten, wenn ich jetzt die zweite Kamera nicht brauche, um irgendwelche Kamerafahrten zu machen. Das würde gehen. Die Qualität wäre ähnlich. Aber naja, muss man mal sehen. Das ist wieder sehr hoher Aufwand beim Schneiden, aber irgendwie kriegt man das auch hin. Denke ich mal. So, jetzt werden die beiden Wagen von der Rampe abgezogen. So, jetzt werden die beiden Wagen von der Rampe abgezogen. Und erstmal auf dem Gleis 2 abgestellt. So, Lok wieder zurück, Weiche stellen, ran an den Milchwagen, ankuppeln, geht hier automatisch, im Vorbild nicht, da man sich in Europa nicht auf ein einheitliches Kuppelsystem geeinigt hat, im Prinzip ja fast bis zum heutigen Tag, muss dann immer noch ein Rangierer dazwischen und den Wagen ankuppeln. Damals war es natürlich auch noch so. Ich weiß gar nicht, wann die Amis und die Russen ihre Mittelpufferkupplung eingeführt haben. Das müsste ich jetzt auch googeln. Aber das passt jetzt auch nicht so ganz zum Thema. Ja, Milchwagen wieder rein an die Rampe und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, da steht irgend so ein Posentalbahner rum, der da gerade das jetzt hier entkuppelt. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, und wenn ich da natürlich jetzt hier die Gleissperre herunternehme, ist das also schon vorgezeichnet, dass die Lok jetzt die Wagen umfährt, wenn sie sich denn mal in Bewegung setzt. Jetzt, zur Abwechslung mal ohne Licht, da ist er bestimmt irgendwie auf den Schalter gekommen und hat versehentlich das Licht abgeschaltet. Ja, und dann werden die beiden Wagen zu den anderen hinten für quasi den nächsten ausgehenden Zug zusammengeschoben. Stoppen, abkuppeln und die Lok wieder vor den Personenzug. Ja, da hat jetzt die Lok vom Personenzug mir jetzt hier den ganzen Bahnhof zurecht rangiert. Aber hat er wenigstens was zu tun gehabt. Muss ja irgendwie seinen Milchwagen abstellen. Und wenn halt andere Wagen im Weg sind, dann muss er halt rangieren. Ach so, das hier ist quasi.
Und das ist jetzt dann alles nichts. Denn im Normalfall, es stehen zwar Loks im Lokschuppen, weil das quasi Reserve-Loks sind, aber es gibt in so einem Bahnhof keine Ortslok um diese Zeit, auch später eigentlich nicht. Die Einzug wird wahrscheinlich wieder nicht kommen. Ja, was wir vergessen haben, ist natürlich das Schlusssignal runterzunehmen. Da ist es mir noch aufgefallen. Das sehen wir nachher mal noch ein klein wenig genauer. So, Gleissperre wieder drauf. Zugkarte abgeben. Na, das ist wie so ein kleines, das sind die Wagenkarten von dem Zug drin, die Lokkarte und die Wagenkarten. Also ist eine Tasche drauf, das ist der Umlauf von dem Zug. Das ist auch was, was ein bisschen neuer ist, das kannte ich aus meiner Anfangszeit im Fremo nicht. Das ist, weiß ich, wann das mal eingeführt wurde. So viel erstmal zu der Aufnahme mit der stehenden Kamera. Hier nochmal ein Schwenk über den ganzen Bahnhof. Meine 94, die ich mit dem NG rausgeschickt habe und die nie wiedergekommen ist, die hat dann irgendwer weggefangen. Ich habe dann die 55 gekriegt stattdessen. Und hier ist auch ein Fahrplan, wo es einen Stückgutwagen gibt. Der, das muss ich erstmal gucken, entweder vorn angehängt wird. Das war, glaube ich, aber so ziemlich am Anfang, denn der, ich glaube, der kam hinten dran und nicht vorn. Das war sicherlich so nicht richtig. Aber das ist, glaube ich, im allerersten Fahrplan gewesen. Also das, ja, da läuft schon mal was falsch. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Wagen sozusagen an der richtigen Stelle eingestellt wird. Weil ja, irgendwo muss er wieder raus. Und dann gibt es dort eben bestimmte Abläufe, die natürlich so nicht ablaufen können, wenn dieser Wagen falsch eingestellt wird. Hier nochmal der vierte Klassewagen. Ja, den. Und hier nochmal die Ausfahrt des Zuges. Mit dem Stückgutwagen vorn dran. Und ein schönes Foto von Possendorf vor der, ja, vor dem Arrangement. Hier auch ein, sagen wir mal, relativ frühes Bild. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass hier die 55 ausgefahren ist. Hier im Steinbruch unterwegs. Ja, da kippelt es auch ganz schön hier im Steinbruch und da ist die Gleislage, die ist nicht toll. Ja, und dann sind wir fast schon wieder am Ende angekommen. Jetzt haben wir hier noch einen etwas putzigen Zug. Im Hermannschacht haben wir hier eine 71 mit zwei Kohlewagen der Hänischer Kohlebahn. Das sind die sogenannten 5-Tonnen-Loren. Die hat mir jemand in Possendorf hingestellt und dann haben wir sie irgendwann mal hier nach dem Fahrplan in Einsatz gebracht. Das ist 3D-Druck.
ist schön gemacht, ist ein kleines bisschen grob, also es ginge noch ein bisschen feiner. Na, also es, man wird es noch ein bisschen feiner hinkriegen. Also da fehlte, wer auch immer das erstellt hat, dem fehlte da wahrscheinlich noch so ein bisschen Mut und die Erfahrung. Und, aber die Idee natürlich, das so zu bauen, ist natürlich ganz toll. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind die für das für das Museum in Freital, wenn ich das jetzt, also dafür sind sie gemacht worden. Also die Lok gibt es ja, eine Lok gibt es ja von, also die 7T gibt es ja von PMT, die man dann davor setzen kann. Obwohl zu der Zeit jetzt nicht mehr so viel von den 5-Tonnen-Wagen im Einsatz war. Aber es ist mal ein schöner Abschlussgag für das Video. Es ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, das macht da nichts. Die Art und Weise, wie ich das jetzt gemacht habe mit der feststehenden Kamera in Possendorf, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das zu langweilig ist oder ob das dem einen oder anderen was gebracht hat. Ich meine, letztendlich, man muss es, man kann ja mal durchspulen durchs Video, ne? Wenn es dann, man weiß, aha, ist wieder so ein Video, dann wartet man dann lieber aufs nächste. Also ich werde das jetzt nicht so ausschließlich bringen, sondern immer so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ja, für 30 Muckern hatte ich das jetzt erstmal erledigt. Bis auf den nächsten Teil oder vielleicht die beiden nächsten Teile, die wir jetzt noch haben, wo es um die Schmalspurbahn geht. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bis zur nächsten Woche.